Johanna Börgermann durfte den neuen Präsidenten mitwählen. Die 19-jährige Schülervertreterin aus Löhne ist eine der jüngsten Wahlleute, war von der SPD nominiert worden. Für sie ist der Tag heute etwas ganz Besonderes. Ich bin natürlich erstmal sehr zufrieden, dass er es geworden ist. Es war ja zum Glück auch absehbar. Ich hoffe mir jetzt, dass er genau das macht, was er gesagt hat. Er wird Brücken bilden, er möchte vermitteln und er möchte vor allem für alle Bürgerinnen und Bürger da sein. Dass der alte Bundespräsident am Ende der neue ist, ist keine Überraschung. 1045 Stimmen entfallen auf Frank-Walter Steinmeier. Seine drei Konkurrenten von der Linken, der AfD und den Freien Wählern sind chancenlos. An die versammelten Wahlleute richtet der Wiedergewählte ein Versprechen und eine Mahnung. Überparteilich werde ich sein, ja. Aber ich bin nicht neutral, wenn es um die Sache der Demokratie geht. Wer für die Demokratie streitet, der hat mich auf seiner Seite. Wer sie angreift, wird mich als Gegner haben. Noch nie waren so viele Menschen bei einer Bundesversammlung, 1472 Wahlleute. Sie alle Corona-konform über mehrere Etagen zu verteilen, eine logistische Herausforderung. Alphabetisch werden alle Wahlleute einzeln zur Wahlurne gerufen, auch die Schülerin aus NRW. Johanna Börgermann. Neben Bundestagsabgeordneten wählen auch zahlreiche Prominente und Persönlichkeiten aus dem Showbusiness, aus Sport und Wissenschaft. Virologe Christian Drosten zum Beispiel und aus NRW Comedian Bernd Stelter. Die CDU hatte ihn als Wahlmann nominiert. Es war ein wunderbares Erlebnis. Ich bin sehr stolz und bin auch ein bisschen angefasst. Ja, ich fand, das war eine tolle Rede, die er gehalten hat. Und ich bin stolz, dabei sein zu dürfen. Steinmeier richtet in seiner Rede auch klare Worte an den russischen Präsidenten. Ich appelliere an Präsident Putin, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine. Suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt. Mitsingen bei der Nationalhymne war wegen Corona verboten, mit Summen aber erlaubt. Einige bedauern, dass es wieder keine Frau geworden ist. Die Physikerin Stefanie Gebauer war als einzige weibliche Gegenkandidatin angetreten. Dass Steinmeier nicht mehr als einen Wahlgang braucht, um die große Mehrheit für sich zu gewinnen, freut Johanna Börgermann trotzdem. Wenn wir jemanden wie Frank-Walter Steinmeier im Amt schon haben, dann sollten wir das ausnutzen. Und ich freue mich hoffentlich in 5 Jahren dann eine Frau zu wählen. Ob sie in 5 Jahren allerdings wieder mitwählen darf, die große Frage. Bis dahin wird der neue, alte Bundespräsident beweisen müssen, ob er seine zweite Amtszeit so kämpferisch angeht, wie seine Rede heute vermuten lässt. Es ist für viele ein langer und ereignisreicher Tag heute in der Hauptstadt. Und Anja Köhler verfolgt ihn für uns aus der Nähe. Anja, in seiner Rede warnt Steinmeier vor der Kriegsgefahr in Europa, haben wir gerade gesehen, und hält ein leidenschaftliches Plädoyer für die Demokratie. Welche Themen sind ihm denn noch wichtig in der zweiten Amtszeit? Eine starke Demokratie ist schon ein sehr zentraler Punkt für ihn und dazu passt in dem Fall auch das Thema Corona. Er sagte, Auseinandersetzungen mit gewaltbereiten Corona-Politik-Gegnern werde er nicht aus dem Weg gehen. Steinmeier betonte, dass zu einer Demokratie Kontroversen dazugehörten, aber bei Hass und Gewalt ziehe er eine rote Linie. Er nannte außerdem als globale Herausforderung den Klimawandel und ein anderes Thema, nämlich Obdachlosigkeit. Da will er mehr Aufmerksamkeit hinbringen und das ist eigentlich das Thema von Gerhard Trabert, seinem Mitbewerber um das Bundespräsidentenamt. Der war, was das Amt angeht, chancenlos, hatte aber eben die Chance, einen thematischen Impuls zu setzen und den hat Steinmeier aufgegriffen. Es gibt heute neben den Reden auch viele kleine Begegnungen und Geschichten, zum Beispiel als die Bundestagspräsidentin den Schriftführer Dont begrüßt mit Herr Donut und sich entschuldigt. Das hätte wohl was mit der Mittagspause zu tun. Großer Lacher. Welche Momente gab es noch?
Ja, insgesamt war das eine relativ nüchterne Veranstaltung ohne viel Glamour. Als der Applaus für Frank-Walter Steinmeier schon eine Weile anhielt, ist er nochmal aufgestanden und hat so ein bisschen verhalten gewinkt. Und das sah auch fast aus, als sei das gar nicht erlaubt. Genauso wie das Singen bei der Nationalhymne, weshalb dieses Mal wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt bei einer Bundespräsidentenwahl die Nationalhymne gesummt wurde. Ein bisschen Aufregung gab es um Lady Bitch Ray. Sie hatte ohnehin schon einen ziemlichen Auftritt durch ein brautkleidartiges Cosplay-Outfit. Aber an ihrem Arm baumelte auch noch eine blaue Häkeltasche mit der Aufschrift Nazis raus und Hashtag NoAfD. Das gefiel einigen AfD-Abgeordneten nicht ganz so gut. Und deshalb musste die Rapperin dann auch ihre Häkelhandtasche an der Garderobe abgeben, weil politische Statements im Bundestag nicht erlaubt sind. Aber ihre Botschaft war sie da schon losgeworden. Ja, auch eine Hammergeschichte. Vielen Dank, Anja Köhler in der Aktuellen Stunde live aus Berlin.